Moin, ich grüße euch, hier der Jürgen aus Samjumpa. Hallo. Ja, ich mache heute mal ein Video speziell für einen Abonnenten, möchte euch aber allen ja auch dieses Video zeigen und daher ist es öffentlich. Alles Weitere nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zum Video. Ich mache hier jetzt mal, ja, eigentlich speziell für einen Abonnenten würde ich ein Video machen. Kann man aber eigentlich öffentlich machen, weil es auch viele von euch interessieren wird. Ich bin hier an der Südspitze unseres Dorfes. Hinter mir könnt ihr jetzt sehen, ja, ich schwenke mal hier rum. Da ist die Wasserstation, die praktisch unser Dörfchen mit Wasser versorgt, also umpumpt. Bin jetzt aber hier an, ja, an einem kleinen Stausee, der zum Fuße der Berge ist. Ja, hier könnt ihr dann jetzt mal unsere Gebirgskette ja von aus einer anderen Sicht sehen. Die ist jetzt praktisch ja abgewandt vom Dorf. Hier haben wir jetzt ja wie so ein kleines Stauseechen, ist also wirklich nicht so super groß. Das Wasser, was hier drin steht, kommt aus den Bergen beziehungsweise aus dem Dorf, was hier hinter unserer Wasserversorgung ist, ist das Nachbardorf. Ja, wir hatten gestern Abend wieder reichlich Regenfall. Ja, und diese Regenfälle laufen natürlich auch von den Bergen ab, runter hier in diesen kleinen Stausee hinein. Laufen dann hier mal über, wenn es dann den Pegel erreicht hat, läuft hier ab. Hier rüber und dann runter Richtung unser Dorf. Ja, in unserem Dorf habe ich euch schon ein, zweimal gezeigt. Ich glaube, die Abonnenten, die schon länger unseren Kanal verfolgen, die kennen den. Da fahre ich jetzt mal mit euch hin und da staut sich dann das Wasser. Das Video mache ich speziell für den Alfred. Und zwar ist das ein Teilzeitauswanderer, der hier auch ein bis zweimal im Jahr verweilen wird im Dorf. Immer so für 2 bis 3 Monate. Und der hat eine Freundin hier und der hat ja was gebaut beim letzten Aufenthalt hier. Der ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen wieder weg. Und hatte ihm auch versprochen, pass mal auf, wenn denn die Regenzeit einsetzt, er hat es noch so ein bisschen mitbekommen, dann mache ich mal ein Video von deinem Bauwerk. Ist auch ein toller Handwerker, muss man dabei sagen. Und der macht auch tolle Sachen und der ist richtig talentiert und auch gut. Und will euch aber hier so ein bisschen unsere Wasserhaltung auch mal zeigen, beziehungsweise den Unterschied. Für Leute, die jetzt, sage ich mal, aus dem platten Land kommen, hier in Thailand, Chaiabum oder andere Regionen, die gehen ja mit dem Wasser zur Regenzeit bzw. Reiszeit auch anders um. Die müssen es meist umpumpen von Feld zu Feld. Hier müssen wir das ganz anders handhaben. Hier müssen wir es aufstauen und leiten, also weniger pumpen. Hier müssen wir es mehr oder weniger umleiten oder aufstauen. Ich fahre jetzt mal weiter runter ins Dörfchen. Und da zeige ich euch dann mal den nächsten Seeeingang unseres Dorfes, wie das dann sich da so verhält. Wie schon erwähnt, das Wasser, was dann da unten ankommt, kommt eigentlich von hier. Ja, fahre jetzt mal runter zu unserem See, der eingangs des Dorfes ist. Zeige euch nur so ein bisschen Landschaft, wie man denn so bei uns ins Dörfchen reinfährt. Ja, wie ich schon mal bereits erwähnt hatte, wir sind umzingelt praktisch von Bergen. Kann man jetzt auch sehen, hier geht es ab runter ins Dorf. Ja, und in der Ferne kann man natürlich sehen, beziehungsweise hier ist unsere Gebirgskette. Wir haben eine super Landschaft. Da habt ihr mal nichts zu tun an meinem Zeig, sodass ich jetzt wirklich mal heute dieses Video realisieren kann und hat es ihm versprochen. Allerdings soll es natürlich auch für jeden sein.
So, jetzt Farbe, können wir dann gleich an unseren See. Da ist er dann schon. Da hinten sehen wir auch Angler, also hier kann man dann auch ja, während der Regenszeit super angeln. Mach auch gerne mal so ein bisschen Reklame dafür, dass man halt eben hier ja kein totes Dörfchen hat. Wir haben halt eben natürlich auch Aktivitäten, die man hier auch durchführen kann. So, fahr jetzt mal bis hinten durch. Also hier ist unser eigentlicher Badesee, den man dazu nutzen kann. Ja, zu baden. Der jetzt allerdings auch in der Regenzeit gegenüber der Sommerzeit um ca. ja, 80 cm bis 1 Meter gestiegen ist. Ja, ich bin mal abgestiegen. Und das Wasser, was ich euch eben gezeigt habe aus dem See, der zuvor aus dem anderen Dorf kommt, fließt dann ab. Weiter hier runter. Ich bin mit euch jetzt bergab gefahren. Ich sag jetzt mal, ja, Höhenunterschied ungefähr vielleicht 10 Meter. Ja, dieses Wasser fließt dann während der Regenzeit hier ab, hier runter. Ich zeig's euch mal in unseren See hier hinein. Ja, da sind natürlich Angler, die sind jetzt dabei, hier den ganzen See zu belagern. Allerdings, wenn man dann mal darüber schwenkt, da hinten ist ein großes Rohr. Da. Da strömt dann das Wasser in unseren See hier hinein. Ich weiß nicht, ob ihr es schon plätschern hört. Durchströmt den See. Aber wenn auch der See, also wenn hier richtig Wasser ankommt, dann läuft selbst der See über. Bevor es dann hier wieder austritt. Hier läuft es über. Ja, kontrolliert. Läuft dann auf die andere Seite weiter. Hier läuft es dann, ja, ich sag jetzt mal, hinten ums Dorf herum. Zur rechten Seite liegt dann jetzt unser Dörfchen. Ja, das Wasser wird mehr oder weniger ums Dorf rumgeleitet, kann man sagen, zu vielleicht 80%. Aber zwischendurch, wenn dann anständig Wasser kommt, wir haben es letztes Jahr erlebt, tritt hier der See über und selbst dann fließt das Wasser durchs Dorf, wenn man möchte, ja, praktisch nicht bis in die Häuser rein. Also präventiv haben die ganzen Leute, die an der Straße wohnen oder im Dorf wohnen, schon ihre Häuser etwas höher angelegt, von daher gut, aber fließt dann wirklich durch die ja, einzelnen Straßen, wobei wir ja nicht viel haben. Ja, ich fahre jetzt mal mit euch weiter und ihr werdet dann sehen, anhand von einigen Stellen, dass da auch Wasser über die Straße tritt. Ja, fahre mit euch jetzt hier Richtung Dorf. Hier ist übrigens unser ja, Dorfarzt. Sowas haben wir hier auch. Für kleine Blessuren. Ja, hier muss man halt eben dann auch immer wieder aufpassen. Während der Regenzeit jetzt spülen die Straßen aus. Ihr könnt sehen, viele Schlaglöcher, die es dann ja, manchmal schwer machen, die Straße zu handeln, beziehungsweise mit dem Zweirad dann auch ein bisschen grenzwertig. Da ist dann Vorsicht geboten. Auch wir haben unsere Straßenhunde hier. Circa 50, 55 Jahre alt. Wir sind auch noch einige Hütten und ja, die stammen aus der Zeit.
die sind dann noch was älter. Einiges an Häusern wurde hier natürlich auch neu gebaut. Ne? Sind auch schöne Häuschen dazwischen. Allerdings auch noch sehr viel alt, muss man da mal eingestehen. Aber die Leute haben auch nicht so die große Kohle halt eben für sowas. Hier fahren wir jetzt an der Gebirgskette vorbei. Und zwischen Gebirgskette und dem Dörfchen fließt ein Großteil des Wassers hinten durch die Felder. Ich fahre mal ein Stück weit mit euch hier raus. Hier kann man dann sehen, hier sind die Reisfelder, übrigens auch die Reisfelder des Onkels von Ploy. Der hat die natürlich hier auch. Hier setzt man gerade noch Reis. Aber die gab. Ja, die Leute setzen hier ihren Reis. Die ganzen Felder hier, ja, die werden halt eben kontrolliert angestaut. Oder halt eben umgeleitet, sodass sie am Dorf vorbeiführen und zum Teil auch im Dorf. Ja, der schläft gemütlich hier, der bewegt sich noch nicht mal. Wie gesagt, auch hier auf der Seite, das ist dann schon die Seite, die zu unserem Haus führt. Alles mit, ja, Bergen versehen. Ja, hier auch wieder unsere Berge. Direkt am Rande des Dorfes. So, jetzt fahren wir mal in eine andere Richtung. Und hier fließt dann zum Teil auch schon immer wieder Wasser über die Straße. Die ist eigentlich nie richtig trocken hier. Weil hier fließen immer so kleine Bächlein durch die Grundstücke durch. Hier ist unser Tempel, den wir so im Dorf haben. So, und jetzt sind wir hier innerhalb des Dorfes. Und das steht natürlich auch. Weiß. So, und jetzt wird es für den interessant, der hier temporär als Auswanderer da ist, und zwar der Alfred. Ja, das ist jetzt hier der Anfang des Grundstücks, was ja der Familie gehört. Mit der Freundin ist er ja immer dabei, hier das Grundstück zu bewirtschaften bzw. ja aufrecht zu erhalten. Wenn er denn hier ist, ist sehr, ich sag mal, ein schönes Haus. Ist ein bisschen baufällig, habe ich dem Alfred auch schon gesagt, insgeheim. Also ich würde es mir nicht antun, dann lieber ein kleiner Neubau, wie Ploy und ich es getan haben. Der ist mir dann alle Male lieber, aber er gibt sich hier dran und er ist mit seiner Freundin da dran. Und der hat was gebaut, das zeige ich euch jetzt gleich, ist der absolute Knaller, dass man das... muss man sagen, fast alleine realisiert hat. Er hat immer mal wieder Leute dabei gehabt, aber wie das halt eben so ist, ja, auf den Teil kannst du dich nicht verlassen. Hat sie engagiert und was ist, die kommen natürlich nicht. Also war er zum größten Teil da alleine dran beschäftigt und da muss man den Hut vorziehen vor den Klotz, den er sich da vor die Hütte gesetzt hat. Ich fahre jetzt mal dahin. Ja, hier gucken wir jetzt auf den Reis, der zu denen ist. Dahinter ist noch ein kleiner Teich. Ja, haben sich hier auch so Pflanzen alles gesetzt. Ist sehr, ich sage jetzt mal, wartungsintensives Grundstück, was er sich da angetan hat mit der Freundin. Ich glaube, da vorne ist sie sogar. Und die kann Englisch und das ist super. Hallo, hallo!
Ja, da ist die Freundin von Alfred. Ja, wir sind jetzt hier an der Einfahrt des Grundstückes. Links wie rechts ist hier alles mit Wasser. Wow. Lot of fish. Hier sehen wir also viele Fische drin. Hier haben wir, ja, die sind noch reingesetzt worden von dem Alfred, glaube ich. Jede Menge Fisch drin. Ja, sehr schön. Wird er sich auch freuen, die zu sehen? Ja, das Ganze hier ist, ja, wie so, ja, kleine Teiche. Sehr schön gemacht. Hier ist die Zufahrt zu dem Haus. Ich zeig's mal von Weitem. Ist eigentlich auch ein schönes Haus. Ja, aber viel Arbeit mit. So, dieser ganze Weg hier war letzten... So, der ganze Weg hier war, ich sag jetzt mal, kaputt. Beziehungsweise da, wo jetzt hier eine Betonfläche erscheint, ja, war alles zerfallen und ausgespült, unterspült. Da waren alte Rohre drin, die gebrochen waren. Ja, und jetzt hat der Alfred hier eine massive Brücke gebaut. Also die wirklich super gemacht ist mit stabilen Wänden. Ja, seine Freundin ist ein bisschen schüchtern, die möchte nicht gefilmt werden, muss man akzeptieren und respektieren. Hier fließt das Wasser jetzt durch. Hier waren zuvor Rohre drunter verbaut, die komplett zerstört waren. Die waren eingefallen. Folglich ist auch das Wasser, was ich jetzt eben euch gezeigt habe zuletzt, nicht mehr abgelaufen. Ist praktisch über den Weg, auf dem ich mich jetzt befinde, ist komplett übergelaufen und hat mehr oder weniger ja den ganzen Weg auch ausgewaschen. Den hat er jetzt hier ja mit Schotterkies, wie auch immer, mit Steinen aufgefüllt. Ja, und ich konnte dann Zeuge sein seines Bauvorhabens und ist dann richtig massiv geworden. Ich bin jetzt mal von der Seite rangegangen. Hier strömt jetzt das Wasser durch. Allerdings hat er auch noch zwei U-Eisen da reingesetzt. So kann er sich kontrolliert hier das Wasser anstauen, sodass ja, er seine eigene Wasserwirtschaft hier machen kann, beziehungsweise auch dem die Fische nicht abhauen. Ja, also hier durchströmt jetzt das Wasser des Dorfes seine errichtete Brücke. Und die ist auch richtig massiv, ja, also kann man sehen, die ist so einen halben Meter dick. Und da kannst du auch mit dem Auto drüber, alles kein Thema. Auch die Wände hier sind doppelt gemauert, dazwischen sind die, ja, halt eben mit Beton verfüllt. Ja, hier durchfließt jetzt, hat er clever gemacht, das Wasser vom Dorf. Er kann sich das natürlich jetzt da drin anstauen, sodass er Wasser hier überlaufen lassen kann in den Teich, wo die Fische drin sind. Hat er ganz clever gemacht. Ja, auch hier zwischen den Sträuchern alles voll, alles voller Fisch. Ja, ich glaube, die haben aber ein Problem. Die sind alle ziemlich weit oben. Ja, ich sag jetzt mal, sauerstoffhaltig ist momentan das Wasser hier nicht, müsste mehr durchströmt sein. Aber die haben da jede Menge Fisch reingesetzt. Sieht soweit toll aus. Ja, habe jetzt wirklich mal hier so eine Sequenz, ob ihr die ja alle sehen könnt. Also ist nichts Privates so dabei, wo man direkt sagen könnte, geht jetzt keinem was an. Also ich habe da große Achtung vor, was der Alfred hier gemacht hat. Ist super, ich konnte ja dabei sein und habe immer wieder mal mir auch die ganze Geschichte hier angeguckt, die er gemacht hat. Hier kann man dann jetzt hinten raus sehen. Ja, hier fließt das Wasser dann durch, ab. Richtig schön. Und fließt dann hier weiter hinters Dorf, ja, in die nächsten Felder hinein.
bis es letztendlich dann auch Richtung uns fließt. Aber frequentiert uns eigentlich nicht weiter. Da es auf der, ich sag jetzt mal, anderen Straßenseite ist. Ja, davon profitieren dann die anderen Felder, die auf der Straßenseite dann gegenüber sind. Da wird es dann halt eben, ja, ich sag's ja eben schon mal, wie beispielsweise Chaya Boom, ist alles flaches Land oder viel flaches Land, da wird es umgepumpt. Hier nicht, hier stauen wir und leiten um. So auch der Onkel von Bleu macht es natürlich auch. Und wir haben es natürlich in der letzten Regenzeit auch getan. Ja, muss man dann halt eben schauen, dass man seine Reispflanzen auf die richtige Höhe beziehungsweise auf die Wasserhöhe richtig dann bringt. Und so wird das hier komplett auch von Bauer zu Bauer gemacht. Also hier muss man ganz ehrlich sagen, toi toi toi, stehen die Farmer alle zusammen. Heißt, wenn der eine sieht, dass der andere ein Problem hat mit dem Wasser, dann kümmert er sich mit drum. Ja, also hier schaut man auch links und rechts, auch mal über die Schulter. Und ja, in der Gänze wird von allen Farmern das Land für alle bewirtschaftet. So muss man es dann sehen. Letztendlich dann auch in der Ernte. Die Abonnenten, die uns schon länger verfolgen, die haben es auch gesehen. Also die Leute machen sich hier gegenseitig die Felder leer. Weil ich sage jetzt mal, wenn du als Farmer bloß mit 2-3 Personen bist und du müsstest eine Reisernte machen, kannst du das gar nicht machen, ja, alleine. Da musst du halt eben deine Leute engagieren oder man hilft sich gegenseitig, so wie es die Leute hier machen. Das war jetzt mal so ein, ja, ein fast persönliches Video, sag ich mal, für einen Abonnenten. Aber ich habe es gerne öffentlich gemacht. Ist jetzt nichts Besonderes dabei, wo man sagen würde, das ist intim oder so. Das war's mal von mir. Heute der Jürgen aus Thailand mit einem kurzen Video hier durch Sam Champa beziehungsweise ein bisschen Wasserwirtschaft. Das war's dann. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Der Jürgen aus Thailand. Tschüss.